Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Rahmen der Tuvinu Story Days. Wir sind die drei Autorinnen der New Adult Christmas Romance Kisses in the Snow. Ich bin Tonia Krüger, Weihnachtselfe. Und ich bin Valentina Rast, Weihnachtselfe 2. Und ich bin Leonidas Zeller, der Grinch. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir sind Autoren von New Adult Romanen. Wir sind alle Mamas und wir reisen gerne, ob im Real Life oder in unseren Geschichten. Ja, aber wir unterscheiden uns auch ganz schön doll, ne? Und damit ihr unsere Stimmen besser auseinanderhalten könnt, sagen wir jetzt mal ein paar Fun Facts über. Ja, ich lege damit los. Ich bin allerdings auch diejenige, die Aufgabe, ein paar Fun Facts über uns zu finden, wahrscheinlich am schwierigsten fand. Ich tue mich da mal sehr schwer. Im Rahmen des Podcasts ist mir allerdings sofort was eingefallen. Ich glaube, das war eh schon so ein Running Gag bei uns. Und zwar habe ich echt Angst vor Tom Holland-Momenten. Tom Holland spoilert ja gerne seine Filme. Ich spoilere gerne unsere Bücher. Also habe ich Angst, inhaltlich irgendwas zu spoilern oder auch, wer welche Perspektive geschrieben hat. Da läuft ja im Augenblick noch ein Gewinnspiel bei DTV. Also darf noch nichts verraten werden. Ich bin mal gespannt, ob ich das durchhalte. Ach, das schaffst du bestimmt. Ja, mal sehen. Mal sehen, wie gut das läuft. Pass mal, also, ich muss hier wieder den Mund zu. Okay, Erfolg damit. Ich habe noch zwei Fun Facts mir überlegt. Und zwar einmal, ich habe einen totalen Hass auf Wäschezettel. Kennt ihr diese Etiketten mit Klamotten? Ja. In meinen Klamotten gibt es die nicht. Ich schneide die alle konsequent raus, weshalb bei uns auch keiner weiß, wie meine Wäsche gewaschen werden muss. Als ich mir flipper. Die Klamotten überleben es am Ende? Ja, doch, dann erstaunlich viele. Ich versuche sie einfach wirklich dann konsequent nicht zu heiß zu waschen, aber okay. Ja. Kommen die denn auch nicht in den Trockner? Ja, doch. Also das müssen sie dann übernehmen, wenn die Quote stimmt, dann passt es gut, ja. Im Moment geht's noch, ja. Ich mache das ja auch schon mein Leben lang so, von daher. Und Fun Fact Nummer 3? Fun Fact Nummer 3 ist, ich bin ein Hot Chocolate Victim. Ich liebe Hot Chocolate. Allerdings bezieht sich das nicht nur auf heiße Schokolade. Ich glaube, ich bin generell, was meinen Getränkenvorlieben angeht, total im Kindesalter stecken geblieben. Wenn ich mit Leuten ausgehe und die alle so fancy Cocktails bestellen oder einen schönen Wein oder so, dann bestelle ich Sprite. Ja, kann ich nachvollziehen. Tatsächlich. Valentina, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also ich hatte mal, also mir fallen jetzt tatsächlich nur zwei ein, aber ich hatte mal die Hauptrolle in einem Musical und eigentlich kann ich gar nicht so gut singen tatsächlich und ich habe es auch voll verkackt. Also, also die Songs, also der Titel, der Anfangssong, der lief total, also richtig schlecht, aber danach wird es wirklich gut. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da mitgemacht habe. Und ja, ich probiere gerne Sachen aus und ich habe zum Beispiel mal geschossen. In so einem Verein habe ich ausprobiert, aber habe dann gemerkt, okay, das ist dann irgendwie doch zu krass. Genau, Leonie, wie sieht es denn bei dir aus? Ah, Fun Facts über mich, da gibt es, glaube ich, viele. Was ich nicht weiß, ob das eine wirklich gute Eigenschaft ist, dass es so viele lustige Dinge gibt. Aber ich habe mal drei rausgefischt. Zum einen, wenn ich nicht gerade reite oder schreibe, gehe ich total gerne Lost Places besichtigen, also verlassene Gebäude, die einfach so einen ganz eigenen Charme haben und es ist ganz spannend und mittlerweile habe ich auch meine Kinder infiziert, die jetzt mittlerweile mitziehen und das ist manchmal ganz spannend. Valentina und mich auch ein bisschen, ne? Wir haben ja total. Ja, genau. Also das ist tatsächlich super spannend und manchmal auch echt gruselig. Wir waren neulich gerade erst in einem verlassenen Kinderheim. Das ist dann schon irgendwie echt spannend. Oh, gruselig. Dann ist, glaube ich, ein Funfact über mich definitiv, dass ich eine große Liebe habe und das ist Ben & Jerry's Eis. Und ich habe mir quasi einen Lebenstraum erfüllt, indem ich auf dem Pier 39 in San Francisco gibt es einen riesengroßen Ben & Jerry's Eisladen und da waren wir und es gibt ein ganz süßes Foto von mir, wo ich davor stehe und ein Herzchen vor mir. Oh. Also, weiß auch schon mal. Also, das ist ja artig. Ja, cool. Und der dritte Fun Fact über mich ist, dass ich sehr zur Belustigung aller Menschen auf diesem Planeten mega orientierungslos bin. Also man kann mich dreimal um die eigene Achse drehen, sich verstecken und ich finde nie wieder nach Hause. Genau. Sehr gut.
Okay, krass. Und ja, dann haben wir uns ja so ein bisschen vorgestellt und ihr kennt hoffentlich unsere Stimmen. Und dann würde die Tonja jetzt, glaube ich, mal den Klappentext von unserer New Adult Christmas Romance vorlesen, damit ihr überhaupt wisst, über welches Buch und über welches Projekt wir sprechen, das wir nämlich gemeinsam gestemmt haben. Genau, damit lege ich jetzt los. Ich finde das tatsächlich eine sehr, sehr gute Art, das Buch vorzustellen, weil wenn man mündlich ein Buch vorstellt, fallen einem nie die passenden Worte ein, über die im Zweifelsfall für den Klappentext sehr viele Menschen gemeinsam nachgedacht haben. Außerdem kann ich beim Vorlesen nichts spoilern. Deswegen lese ich jetzt einfach mal vor. Darum geht in Kisses in the Snow. Kurz vor Weihnachten schneidet eine Lawine 6 junge Menschen in Big Sky, einem Bergdorf in den Rocky Mountains, von der Außenwelt ab und macht alle ihre Pläne für die Feiertage zunichte. Ava, die kurz vor ihrer geplanten Abreise einen Liebesbrief an Nolan geschrieben hat, von dem sie dachte, dass sie ihn nie wiedersehen. Hunter, der nicht nur Big Sky für seinen Lebenstraum den Rücken gekehrt hat, sondern auch seiner großen Liebe Peyton. Nun sind alle Gefühle wieder da, aber sie wird den Ort nie verlassen und er kann nicht bleiben. Und Grace, die sich auf keinen Fall in Mason verlieben will. Vergibt ihr das Gefühl, die Richtige für ihn zu sein, dabei ist er vergeben. Doch eingeschneit in einem Bergdorf kann niemand vor seinen Gefühlen davonlaufen. Ich liebe ja den Klappentext, aber ihr fragt euch ja sicher, aber was ist denn jetzt das Besondere an unserem Buch? Was meinst du denn, Leo? Auf jeden Fall, dass wir das zu dritt geschrieben haben, also 3 Autorinnen sind, dass es 3 Perspektiven gibt, die jeder von uns einzeln geschrieben hat und dass daraus eine Love Story entstanden ist. Also es ist, ja, das ist, glaube ich, das Besondere an dem Projekt. Ganz genau. Es ist nämlich keine Anthologie, sondern eine moderne, untoxische Version von Tatsächlich Liebe. Ja. Ja, das ist ja, ich glaube, uns allen schon jetzt begegnet, der Gedanke, dass das eigentlich 3 aufeinanderfolgende Geschichten sind. Teilweise auch, die dann schon zwar in einem Ort spielen, ansonsten aber wenig miteinander zu tun haben. Aber nein, das ist wirklich ein Roman und die Geschichten sind miteinander verwoben und die Charaktere stehen direkt miteinander im Kontakt und im Austausch. Ja, genau. Und ich glaube, das war ja auch das, was tatsächlich, als wir das Projekt ins Leben gerufen haben, alle begeistert hat. Also uns, den Verlag, Vertreter, Buchhandel, das waren alle direkt irgendwie mit im Boot und waren begeistert von diesem doch etwas ungewöhnlichen Konzept, das ich ein bisschen von den anderen. Genau. Genau, ja. Und wie es jetzt zu dem Buch gekommen ist, wie es zu dem Projekt gekommen ist, darauf wollen wir jetzt als erstes im Podcast ein bisschen eingehen. Wir haben ja auch im Vorhinein Fragen von euch gesammelt, die uns auf verschiedenen Kanälen erreicht haben. Deswegen auf die Fragen werden wir im weiteren Verlauf des Podcasts noch eingehen. Erstmal stellen wir ein bisschen vor, ja, ich würde sagen, eigentlich begeben wir uns so ein bisschen auf eine Reise in die Vergangenheit, weil wir ja nochmal ganz zu den Anfängen des Projekts zurückkehren und ja, uns erstmal fragen, wie ist denn das Projekt eigentlich entstanden? Wann haben wir zum ersten Mal davon gehört? Für mich persönlich kann ich sagen, das war in einer Mail von meiner Agentin, die mich gefragt hat oder die mir erzählt hat, dass der Verlag diese Idee hatte zu einem gemeinschaftlich geschriebenen Weihnachtsbuch und ob ich an sowas Interesse hätte, ob ich vorstellen könnte, daran teilzunehmen. Und ich hatte keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann. Ich habe noch nie mit irgendjemandem irgendwas zusammengeschrieben und habe deswegen erstmal gesagt, ja, warum nicht? Ausprobieren kann man sowas ja auf jeden Fall. Und ich habe danach allerdings wirklich wochenlang nichts mehr davon gehört. Ja, in der Verlagswelt ist das wahrscheinlich gar nicht so lang, aber irgendwie habe ich das so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, das wird wohl doch irgendwie eher im Sande verlaufen. Und ja, genau, so war das bei mir. Wie war es bei dir, Valentina? Ja, das war tatsächlich auch durch meine Agentin am Telefon. Wir hatten einen Telefontermin zu einem anderen Projekt und dann sagte sie, ich glaube, kurz nach der Messe war das nach der, war es Frankfurt oder Leipzig? Ja, ne, Frankfurt. Genau, kurz nach der Messe, da hatte sie mit jemandem von DTV gesprochen und sagte mir, ja, da ist ein Projekt, das ist ganz, ganz toll, ganz, ganz toll, das ist aber keine Anthologie, aber ein Weihnachtsprojekt und dann mit 2 anderen Autoren und ja, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich war direkt, natürlich, Weihnachtsprojekt mache ich sofort mit. Ich kannte euch ja noch gar nicht. Aber ich dachte, ja gut, okay, also aus Social Media natürlich. Ich hatte Tonjas Buch schon mal gelesen, dafür einen Blurb geschrieben. Und Leonie kannte ich dann auch von Social Media und dachte mir dann gerade, ja, also mache ich, egal was, wir kriegen das schon hin, ich will ein Weihnachtsbuch schreiben. Ja.
Genau, Leonie, wie war es denn bei dir? Wann hast du davon gehört? Tatsächlich konnte ich dir eben so genau sagen, dass es die Frankfurter Buchmesse war, weil ich nämlich auf der Frankfurter Buchmesse das erste Mal von dem Projekt gehört hatte und mir die Programmleitung von DTV tatsächlich eröffnet hat, dass ich die Erste bin, mit der sie sprechen. Deswegen weiß ich, dass das war. Und ich weiß noch, dass wir im sogenannten Todraum saßen. Das ist ja dieser Backstage-Bereich des, dieses Buchmessestandes. Und die Programmleitung halt mit mir gesprochen hat und gesagt hat, hey, wir haben da voll das coole Projekt und Weihnachten und hin und her und ob ich mir das vorstellen könnte und mit zwei anderen Autorinnen zusammen. Und ich war bei allen ziemlich begeistert, bis auf das Thema Weihnachten. Und habe gesagt, dass sie eigentlich wissen, dass sie gerade den Grinch gefragt haben, ein Weihnachtsbuch für sie zu schreiben. Und hat das Pokergesicht aufgesetzt, das Pokerface, und hat gesagt, ja, das kann ich wohl machen. Und habe dann so im Nachhinein gedacht, okay, also ich muss echt gucken, wie ich das hinkriege, aber ich hatte irgendwie total Lust. Also ich fand einfach diese Konstellation, dass drei Autorinnen zusammen an einem Roman schreiben, dass alles miteinander verwoben ist, das fand ich super reizvoll. Ja, konnte mich da einfach nicht, also ich wollte es einfach machen gerne und ihn war es mir, also dann habe ich auch Weihnachten in Kauf genommen und ja, Weihnachten. Das fand ich tatsächlich aber auch total charmant an der Sache, dass ich hatte ja im Jahr vorher schon ein Weihnachtsbuch geschrieben und oder beziehungsweise war das gerade das Jahr, das war gerade erst erschienen und ich war noch so voll im Weihnachtsfeeling. Und dann kamst du rein und meintest, ja, ich halte eigentlich gar nichts von Weihnachten. Also gerade das fand ich auch sehr spannend irgendwie und fand es sehr cool. Und zeigt auch, wie unterschiedlich wir sind, ne? Also Ja, das ist so. Wie fandet ihr denn das erste Treffen zwischen uns dreien, als wir uns das erste Mal da auf der auf diesem Blogger-Event, Christmas-Blogger-Event getroffen haben? Tonja, wie hast du das in Erinnerung? Also ich weiß noch, dass ich wirklich super aufgeregt war bis zu dem Moment, in dem wir uns zum ersten Mal gesehen haben, weil ich kannte zu dem Zeitpunkt wirklich kaum andere Autorinnen oder Autoren, insbesondere im Genre. Und ich bin sowieso dauernd aufgeregt und nervös vor allen möglichen Sachen, also auch davor. Das Einzige, ich meine, wir hatten uns ja wirklich, du hast es gerade schon mal erwähnt, noch nie gesehen. Den einzigen Kontakt, den ja du, Valentina, und ich schon mal hatten, war auch, weil wir kurz auf Social Media geschrieben haben, weil ich mich bedankt habe, weil du diesen Blurb dafür mein Buch geschrieben hast und deswegen wusste ich schon, dass du nett bist, aber trotzdem, ich war wirklich richtig aufgeregt und dann haben wir uns gesehen und wir saßen ja dann mit mehreren anderen Leuten vom Verlag an so einem Tisch im Restaurant und ich habe halt sofort gemerkt, dass es echt, ja, irgendwie, dass ihr beide total nette und aufgeschlossene Leute seid. Leonie, du hast sowieso einfach viel geredet und erzählt und mir da auch ganz viele Anreize gegeben. Das war super, das war richtig gut. Also für mich war das perfekt. Und Valentina, du saßt ja so ein kleines bisschen weiter weg, aber irgendwie habe ich da auch mal schon ein bisschen rüber geguckt und gesehen, wie du irgendwie einfach so nett gelacht hast, wie du das immer machst. Und da habe ich mich ziemlich schnell, habe ich gemerkt, wie die Aufregung wegging. Und bei dir, Valentina, wie war es für dich? Ich fand es auch super aufregend. Also es war wirklich richtig, richtig aufregend für mich, weil ich auch das erste Mal tatsächlich übers Wochenende weg war von meiner Familie, jetzt mal so ganz privat. Und ich war ja am Anfang meiner Schwangerschaft. Ja, stimmt. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss das Wochenende auf jeden Fall machen. Deswegen war ich auch super aufgeregt und bin auch das erste Mal alleine so weit Zug gefahren. Das klingt total, als würde ich so voll das Landei sein. Ich fahre immer mit, wenn ich irgendwo hinfahre oder weit weg bin, dann mache ich das immer mit anderen Leuten. Und dieses Mal war ich alleine und ich fand das so aufregend. Und ich war so froh, dass Leonie gesagt hat, ja, wir treffen uns dann am Bahnhof, weil wir zufällig gleichzeitig angekommen sind. Und ich fand das total schön und sympathisch. Also ich war auch richtig aufgeregt, aber das hat sich ganz, ganz schnell gelegt, als wir dann bei diesem Essen waren. Und uns dann noch mehr über das Projekt erzählt wurde und ich dann auch abends, da gehen wir dann noch gleich drauf ein, abends das Gefühl hatte, okay, das matcht total mit uns, das wird ein richtig, richtig gutes Projekt. Ja, Leonie, wie war es denn bei dir? Ja, tatsächlich bin ich eher jemand, der sehr positiv daran geht und war, also hab mir irgendwie schon
Also ich war gar nicht so furchtbar aufgeregt, weil ich gedacht habe, das wird passen. Also ich gehe immer erst mit der Erwartungshaltung an, das wird schon passen. Aber natürlich merkt man die auch an. Genau, aber natürlich macht man sich Gedanken, ob es dann wirklich hinhaut. Also ich glaube, um ein Buch zusammenzuschreiben, muss es halt wirklich zwischenmenschlich passen. Und mit dir, Valentina, hatte ich ja schon mal geskypt und das war ja schon so ein Aha-Moment vorher. Ja. Weil wir, glaube ich, gesagt haben, ja, wir mussten für, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es ist auch wurscht, auf jeden Fall irgendwie auch ein Bookstock-Festival oder irgendwas mussten wir auf jeden Fall. Irgendwas machen, ja. Genau, mussten wir was machen und dann haben wir gesagt, es ist blöd, das zu machen, ohne dass wir uns überhaupt jemals gesprochen haben. Und dann haben wir uns irgendwie für einen Skype-Termin getroffen und hatten gesagt, ja, einfach nur mal so 10 Minuten, um sich kennenzulernen. Oh Gott, das habe ich und dann sind wir, glaube ich, 2 Stunden rausgemacht. Ewig. Und dann war es irgendwie Mitternacht und wir beide dachten, ja, wir müssen morgen früh auch wieder aufstehen. Und da, deswegen wusste ich irgendwie schon, ja, das wird passen. Und dann haben wir uns ja auch am Bahnhof getroffen. Stimmt, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Und es war wirklich total nett. Und dann wusste ich ja sozusagen, dass nur noch ein Drittel passen muss. 2 Drittel passen. Und das letzte Drittel war das fehlende Puzzlestück, würde ich sagen. Also es war einfach... Ja, danke. Genau, da komme ich dann auch zum nächsten Punkt, weil ich glaube, es ist für die Leute da draußen bestimmt interessant, wie wir dann eigentlich zusammengearbeitet haben und wie das abgelaufen ist und wie schnell wir uns da auch aufeinander eingefuchst haben oder eben auch nicht. Genau, Tonia. Ja, letzten Endes müsste man eigentlich eine super langweilige Antwort geben und einfach sagen, es war großartig. aber genau, vielleicht gehe ich ein bisschen ins Detail, wie wir da rangegangen sind. Ja, ich habe ja schon erwähnt, ich bin immer nervös und aufgeregt und ich war tatsächlich, wir hatten ja sofort so ein bisschen diese Idee von dem Setting, die hatten wir ja noch an dem Abend und ich weiß noch, dass ich da ins Bett gegangen bin, da im Hotel und dachte, oh Gott, jetzt muss ich bis morgen irgendwie eine Idee haben und wenn ich keine habe, wer weiß, vielleicht denken alle, ich kann gar nicht. Also ich war nervös, aber ich bin mit einer Idee aufgewacht und war, ach so, nee, das darf ich ja jetzt nicht erzählen. Du schaust vom Bett bis da, wir kleben dir den Mund zu, ich sag es dir. Okay, ich bleibe vage. Also, jedenfalls hatte ich aber eine Idee und ihr hattet Ideen und wir haben beim Frühstück irgendwie Ideen gesammelt und verworfen und neue gehabt. Und dann haben wir, glaube ich, noch an dem Abend dann, ja, da haben wir dann angefangen, tatsächlich zu plotten, uns zu überlegen, wie könnten die Charaktere sein, wie können die miteinander verbunden sein, wie soll die Geschichte ungefähr aussehen, wo starten wir, wo führt das hin? Und ich weiß nicht, wir haben in dieser Hotellobby, weiß ich nicht, bis nach Mitternacht, glaube ich, gesessen. Ja, und ja, es ist richtig spät geworden. Es hat sofort unfassbar viel Spaß gemacht. Und wir haben ja, glaube ich, dem Verlag sogar am nächsten Tag dann schon den Pitch geschickt. Ja, die sind auch ein solches gefallen, wie schnell wir waren. Daran erinnere ich mich noch. Das war nämlich lustig, weil wir das nächsten Tag geschrieben haben, Art, übrigens, tada, da ist die Idee. Und die übergefallen sind und sagten, what? Ihr habt euch doch gerade gestern erst kennengelernt. Wie kann das denn passiert sein? Ja, genau. Das war wirklich so ein Match made in heaven, muss man sagen. Und wir sind dann, als wir mussten ja dann alle wieder nach Hause leider, so ungefähr. Ja. Haben uns dann nochmal zusammengeskypt und gut da aufgeteilt, wie viele Kapitel es geben soll, in die Kapitel reingeschrieben, was da passieren soll. Es war dann klar, wer welches Kapitel schreibt und dann haben wir losgeschrieben. So war das Plotten. Genau. Ja, und dann ja. Genau, gerne. Genau, und dann haben wir jeder Charakterbögen erstellt. Also meine waren, glaube ich, eher kürzer. Und dann kam Leonie mit so einem Bombenteil mit so vielen Infos über die Charaktere. Und ich hatte direkt ein schlechtes Gewissen und habe dann nochmal aufgestockt tatsächlich. Damit wir so richtig viele schöne Infos hatten. Das war wirklich toll. Also wir haben wirklich Fotos da gehabt und ganz, ganz viele auch unwichtige Informationen über die Charaktere erstellt, über die beiden Hauptcharaktere, über die wir geschrieben haben. Was ja auch total wichtig einfach war, ja gegenseitig, weil natürlich ja auch in meinem Kapitel dann eure Charaktere vorkamen und wenn ich sie nicht kenne, genau. Ja. Und deswegen war das einfach so total wichtig und hat aber, finde ich, super gut geklappt. Ja, fand ich nämlich auch. Was auch ganz interessant war, wir haben ja die Illustratorin, die Charakterkarte für Kisses in the Snow gemacht hat, der habe ich ja diese Charakterbögen geschickt, die ist auch aus allen Wolken gefallen, wie viele Infos die da gefunden hat. Das war auch ganz toll, ja. Das hat sie auf jeden Fall gut umgesetzt. Und du hast ja auch noch eine Karte gezeichnet von Big Sky. Das war auch sehr cool. Die habe ich auch wirklich nötig gehabt, weil meine
Also weil Figuren, diverse Figuren sind ja hin und her gewandert in diesem Städtchen. Und das fand ich dann auch sehr nötig. Aber es war wirklich toll. Also ich hatte das Gefühl auch, am Anfang mussten wir noch gegenseitig immer ein bisschen gucken. Nee, der Charakter würde das jetzt eher nicht so sagen oder der würde nicht so reagieren. Und irgendwann hatten wir es einfach raus, dass wir sogar uns gegenseitig korrigieren konnten und sagen konnten, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, der Love Interest würde da und da eher ein bisschen forscher sein oder ein bisschen softer. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil wir uns so stark aufeinander eingespielt hatten, obwohl wir unsere eigenen kleinen Geschichten in dieser großen Geschichte haben. Das fand ich total beeindruckend eigentlich. Hätte ich auch gar nicht so mit gerechnet, dass wir da so gut matchen würden. Ja. Und tatsächlich war es dann ja auch so, dass wir dadurch, dass es so harmonisch war und so gut gematcht hat, echt in der Lage waren, die Leseprobe, die ja dann der Vertrieb auch relativ schnell haben wollte, das war einmal jede Sicht, also sprich drei Kapitel, dass wir die ja super schnell fertig geschrieben haben. Also das war ja quasi im Raketentempo. Absolut, ja. Genau, und dann war es so, dass, also das fand ich zum Beispiel auch total spannend, dass das wirklich funktioniert hat. Wir hatten dann ja jede Szene so kurz angerissen, was so in etwa drin vorkommt. Und dann erinnere ich nämlich noch, dass ich das Buch tatsächlich, also meine Parts in dem Buch komplett runtergeschrieben habe. Es war dann, glaube ich, innerhalb von 3,5 Wochen fertig. Ja, in der ersten Januarwoche oder so war das, ne? Ja, genau. Und und Tonia, du warst, also hast auch ein bisschen mitgeschrieben noch. Und ich glaube, weil du hattest noch ein anderes Projekt auf dem Tisch, weswegen du noch starten konntest. War dann da. Genau. Ja, und ich fand es dann im Nachhinein mega, mega spannend, dass es am Ende dann aber wirklich so war, dass, obwohl die ja völlig zeitversetzt die einzelnen Szenen gekommen waren, wir super wenig korrigieren mussten, um die Übergänge smooth zu machen. Also bei mir schneit es noch und bei dir nicht, aber mehr, also es war ja wirklich nicht mehr. Es hat einfach wirklich richtig, richtig, richtig gut gepasst. Da haben wir richtig gut Vorarbeit geleistet. Also ich glaube, wenn wir nicht so intensiv geplottet hätten vorher, dann wäre es nicht so super gut gewesen. Aber es war wirklich total toll, weil gerade wenn man nebenbei noch ein Projekt schreiben muss und dann immer wieder switchen muss zwischen allen Projekten. Ich habe dann irgendwann später auch geswitcht und immer eine Woche Kisses geschrieben und eine Woche Stolen Crown. Und dann war das halt total praktisch, weil ich immer wusste, okay, was muss ich jetzt in dieser Woche schreiben? Welche Kapitel sind dran? Was kommt da jetzt noch rein? Das war schon sehr, sehr cool. Ja, tatsächlich ist mir das ja auch so gegangen. Ich hatte auch noch ein anderes Projekt, musste auch wechseln, beziehungsweise ich glaube, ich war letzten Endes dann auch die Letzte, die ihren Teil fertig gemacht hat. Und ich glaube, wir können hier vielleicht eine Frage noch reinschieben, die uns gestellt worden ist, nämlich ob wir uns gegenseitig eher abgelenkt haben oder sehr diszipliniert waren. Und da es ja nicht so war, dass wir tatsächlich nebeneinander gesessen und unsere Kapitel geschrieben haben, wer weiß, vielleicht hätten wir uns dann schon ein bisschen abgelenkt, keine Ahnung, aber so haben wir ja gar nicht gearbeitet. Dementsprechend muss ich sagen, dass mich das eher sehr angespornt hat, dass ihr dann beide so weiter wart. Also als Leonie fertig war und ich noch nicht mal so richtig angefangen hatte, habe ich schon irgendwie sehr so diesen Drang gehabt, meinen Teil jetzt aufzuschreiben. Und genau, deswegen würde ich sagen, dass wir uns da eher gegenseitig so ein bisschen angetrieben haben, voranzukommen. Absolut. Und mit den ganzen Motivations-WhatsApp-Nachrichten. Ja, genau. Dazu sagen, das spielt ja auch in diesen Überarbeitungsprozess rein, dass wir ja tatsächlich eine Weihnachtsbuch-Chaos-Truppen-WhatsApp-Gruppe haben. Und die heißt nicht umsonst so. Und dass wir da ja tatsächlich einen ganz, 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 ganz regen Austausch hatten und auch immer noch haben. Dass das auch unglaublich geholfen hat beim Überarbeiten und um schnell mal Fragen zu klären. So. Ja, absolut. Stichwort Überarbeiten. Das war tatsächlich das, bevor wir uns kennengelernt haben, wovor ich da schon Angst hatte, weil ich dachte, das wird bestimmt schwierig. Ich habe irgendwie erwartet, da muss man sich natürlich mit Kritik auseinandersetzen. Dann dachte ich, am Ende streitet man sich über irgendwelche Details oder man soll dann was anderes schreiben, weil das dem anderen besser in den Kram passt. Und nachdem wir uns kennengelernt haben, hatte ich davor tatsächlich keine Angst mehr. Und es war auch, also selbst das Überarbeiten fand ich extrem angenehm, weil auch da haben wir ja dann nochmal, also wir haben
alle den Text vorher gelesen, die haben Kommentare reingeschrieben, die haben nochmal darauf aufmerksam gemacht, wenn irgendwo die Übergänge nicht stimmten, und dann haben wir uns da ja wieder zusammengeskypt und über jeden einzelnen Kommentar gesprochen. Und auch das war immer, ja, sehr, sehr angenehm, sehr wertschätzend, lustig. Also hat tatsächlich über das Spaß gemacht. Ich glaube, da war auch der Schlüssel so ein bisschen, dass sich keiner zu wichtig genommen hat und keiner irgendwie einen Ego-Trip durchgezogen hat, sondern dass es ja immer so war, dass halt einfach für das Buch und für das Projekt irgendwas erledigt werden musste. Also es musste noch irgendeine Info rein oder es musste irgendwie noch was. Und dann war es einfach so, dass wir alle drei gesagt haben, okay, wo passt es am besten hin? Und keiner hat geschrieben, nee, das möchte ich aber machen. Sondern das war irgendwie, ging es um das Projekt, nicht um jeden Einzelnen sozusagen. Ja, genau, absolut. Ja, und wir haben uns ja auch immer sehr schnell so aufeinander eingestellt. Also wenn, ja, keine Ahnung, bei mir, Gott, ich hätte schon wieder fast gesagt, meine Vision, irgendwas tun oder sagen oder machen wollte. Und ich dafür irgendwie noch eine Motivation brauchte und euch gefragt habe, kann jemand von euch vielleicht das und das noch mit irgendwo aufnehmen, wurde man sofort gleich überlegt, ja, wo können wir das unterkriegen, wo passt das gut? Und ja, das war einfach super. Das hat total gepasst. Absolut. Ich fand auch im Lektorat hat das auch, das Lektorat fand ich tatsächlich am witzigsten. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, wie soll das nur klappen mit dem Lektorat? Das wird nicht funktionieren. Wir sind drei Autorinnen, wir haben unterschiedliche Leben. Einige von uns, die arbeiten noch Teilzeit nebenbei, andere sind Vollzeit, andere noch Kinder und kleine Kinder, große Kinder. Also das, dachte ich, oh Gott, ne, wie soll das werden? Aber es hat so gut geklappt. Also das fand ich richtig toll. Wir haben es ja damals unserer Lektorin geschickt in einem Abwasch. Die hat das dann auch in einem Abwasch, glaube ich, auch direkt durchgearbeitet. Ja. Und ich fand das so gut. Wir haben uns dann einfach kurz geschlossen per WhatsApp. Wer möchte jetzt gerade am Text arbeiten? Und dann haben wir immer in einem Dokument gearbeitet, haben uns das dann hochgeladen. War das damals schon noch Facebook oder war das schon? Ja, genau, Facebook. Facebook, ne? Und das war richtig toll, weil dann haben wir nacheinander weggearbeitet, hatten keine drei Dokumente zum Bearbeiten, sondern ein Gesamtdokument und konnten dann auch bei den anderen reingucken in die Kommentare oder so. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also ich hätte auch nie gedacht, dass es so schnell wäre. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass unsere Lektorin uns das sehr gedankt hat. Also die hat ja erst vorgeschlagen und dann muss halt jeder einzeln oder muss ich das nachher alles zusammenführen. Und da haben wir gesagt, nee, brauchst du nicht. Wir machen das so und du kriegst nachher ein komplett bereinigtes und lektoriertes Manuskript zurück. Und ich glaube, sie war mega super dankbar dafür. Sie war auch immer überrascht, wie schnell wir waren, obwohl wir drei da dran waren. Aber das hat einfach gepasst. Und ich glaube, dass es tatsächlich gepasst hat, weil unsere Leben so unterschiedlich sind. Weil wenn der eine gerade konnte, konnten die anderen beiden halt nicht, weil unser Leben halt tatsächlich terminlich, zumindest zeitlich, relativ konträr laufen. So. Ja. Und ich glaube, das passte wirklich sehr, sehr gut. Und was ich eben in der Zusammenarbeit wirklich herausragend fand, war, dass es halt extrem wertschätzend war. Also das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass da einfach nicht irgendjemand einen Ego-Trip durchgezogen hat, sondern dass das immer irgendwie ums Projekt ging und dass wir uns einfach auch gegenseitig als Kolleginnen so geschätzt haben, dass wir auch gut mit Kritik, wenn denn mal welche kam, wobei hatten wir überhaupt so richtig hatten wir keine, aber selbst wenn es mal Kleinigkeiten waren, dass wir da gut mit umgehen konnten, dass das für uns nie irgendwie ein Problem war, zwar liebevoll und oft auch sehr, sehr da gesessen und wirklich laut gelacht. Dann sind ja die Nachrichten auch in unserer WhatsApp-Gruppe waren am Anfang, glaube ich, schon immer nur, ich setze mich jetzt mal ran ans Lektorat oder ich habe das fertig und es war sehr projektbezogen und dann sind die Nachrichten ja irgendwann immer persönlicher geworden und ja, am Ende des Projekts hatten wir halt ein bisschen eskaliert, gerade was Sprachen angeht. Aber ich meine, die Autoren sind ja auch Leserinnen und mögen Hörbücher. Dann passt das mit der Angst. Naja, aber finde ich am Ende dieser Zusammenarbeit eben nicht nur ein fertiges Buch, sondern auch echt eine Freundschaft. Die ist schön gesagt. Das trifft es sehr. Genau. Und was ich auch noch toll fand, ist mir jetzt gerade so eingefallen, wie professionell das auch abgelaufen ist. Da hatte ich auch ein bisschen Sorge drum, dass das bei Kritik am eigenen Werk einzustecken während des Lektorats ist super schwierig und etwas, was man auch lernen muss, finde ich. Das musste ich am Anfang auch lernen.
dass man es nicht persönlich nimmt, wenn jemand anders, gerade andere Autoren, sagen, nee, also irgendwie finde ich, da hakt es noch irgendwie, ne? Und das fand ich sehr schön, dass wir da so ehrlich zueinander sein konnten, weil wir alle das Beste für den Text wollten und ja nie was Böses dem anderen wollten. Das geht ja nur um den Text, das geht ja nicht um die eigene Person. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, das war genau, also ihr merkt schon, wir haben schon sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Wir sind nicht nur Autorinnen an einem Projekt, sondern auch Freundinnen geworden. Aber um jetzt eine kleine Überleitung zu schaffen zu den Anfangszeiten von Kisses in the Snow und euren Fragen, spielen wir ein kleines Spiel und zwar Who would rather, wer würde eher? Und ich fange mal an. Also, was meint ihr? Wer würde eher einen Psycho-Thriller schreiben? Tonja, was meinst du? Leonie, oder? Das muss ich tatsächlich zugeben. Also ich habe meine Anfänge liegen tatsächlich ja im sehr blutigen, krassen Psycho-Thriller-Bereich. Ja. Meine Testleserin ist tatsächlich bei der Kriminalpolizei und schläft danach mit Licht an. Ja. Dementsprechend wäre ich tatsächlich prädestiniert dafür, weswegen ich mich ja auch so freue, dass ich bei DTV neben Kisses in the Snow auch jetzt Suspense Romance Neodite schreiben darf. Also, dass ich die Spannung ein bisschen mit rein. Ja, genau. Also, ich würde tatsächlich für mich gar nicht ausschließen, dass ich nicht auch gerne irgendwann mal was Thriller-mäßiges schreiben würde, aber ich würde Leonie vorher fragen, wie es geht. Ja, Romantic Suspense. Ich glaube, du könntest das auch total gut ohne mich, aber du dürftest immer fragen. Ich habe auch eine ganz coole Frage und zwar, wer würde wohl am meisten in seinem Manuskript. Tonja. Ja, Tonja. Und übrigens, dass dieses Spiel sehr gut zeigt, dass wir nicht nur sagen, dass wir Freundinnen sind, sondern dass es echt ist. Ich glaube, wir kennen uns mittlerweile echt ganz gut. Also, Tonja. Ja, ich meine, wie kann euch auch entgehen, dass ich jeden Tag klage, dass ich zu viel geschrieben habe? Das ist mein persönlicher Fluch. Frustrierender finde ich, dass ich mich abrackere, um 30 Seiten zu schreiben und es für mich tatsächlich 3 Tage Arbeit sind. Und du sagst, oh, ich bin so erleichtert. Ich bin so erleichtert, ich habe heute 30 Seiten gelöscht. Ja, aber ja, so laufen die Gespräche oft, das stimmt. Ja, das ist toll. Ich habe auch mir eine Frage überlegt und zwar, wer ist am diszipliniertesten beim Schreiben? Ich schon mal nicht. Ich würde sagen Valentina. Ja, ich nehme es auch. So viel auf der Platte mit Kind und Kegel und Schreiben und da noch ein Projekt und noch ein Projekt und ich glaube, du bist sowieso den Job noch und ich glaube, du bist sowieso ein sehr rationaler, disziplinierter Mensch, also von deiner ganzen Persönlichkeit her. Deswegen, also ich bin es auf jeden Fall nicht, weil ich bin der Chaot vom Herrn, also. Nein, und ich kann auch nicht kurz fassen, von daher, ich finde auch Valentina, würdest du dich da wiederfinden? Ja, absolut, ich würde mich da wiederfinden, ich bin da sehr klar, ich sag auch, wie viele Seiten muss ich schreiben, wie viele Seiten soll das Manuskript haben. Und meistens passt das auch, außer jetzt beim letzten Projekt ist das ein bisschen eskaliert. Aber ich bin da schon sehr diszipliniert und versuche die wenige Zeit, die ich dann zum Schreiben habe, auch voll auszunutzen. Und das macht mir tatsächlich auch richtig Spaß. Also wenn ich dann mal Zeit habe zum Schreiben, wie heute, die halbe Stunde mit den 6 Seiten. Genau, halbe Stunde, 6 Seiten. Genau. Ich habe mich gefreut, dass ich das geschafft habe. Ja, gut, dann, jetzt kommt eine pikante Frage. Bei wem würde es den meisten Spaß haben? Aber Leonie, definitiv. Ja, tatsächlich glaube ich, ich glaube schon. Ja. Ich rede nicht in meinem heißen Brei herum, ich führe es nicht weiter aus, ich würde schon sagen, ja. Genau. Das würde ich auch sagen. Dann hätte ich noch eine Frage, die ich sehr lustig finde. Wer wohl am ehesten mal von der Polizei verhaftet werden? Die finde ich sehr schön. Genau, was meint ihr? Ich würde jetzt fast Leonie sagen mit den Lost Places. Also ich würde es gar nicht auf die Lost Places beziehen, aber ich habe tatsächlich eine Schwäche für Männer in Uniform. Also, ja.
Ich glaube, Leonie, du würdest wahrscheinlich gerne mal verhaftet werden, aber tatsächlich, also ich bin schon ein paar Mal fast verhaftet worden. Die Betonung liegt noch auf fast. Ich hoffe, dabei bleibt aber tatsächlich mal. Nein, ich bin eine total harmlose Person. Wahrscheinlich habe ich mich da jetzt schon selber mit Ad Absurdum gefühlt, aber ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich werde so oft in Verkehrskontrollen rausgezogen. Ich werde an Grenzen kontrolliert, bei meinen USA-Einreisen, bei meiner ersten Einreise in die USA wurde ich in einen Kabuff im Keller geführt. Da standen mehrere Männer mit Maschinengewehren um mich rum. Es kamen Hunde, es kamen Leute, die mit Pinzetten durch mein Gepäck gegangen sind. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber das war gruselig, das steckt mir in den Knochen. Also, ja. Ich glaube, irgendwas musst du ja an mir haben. Also als ich in die USA reiste, wir reisen ja alle sehr gerne und waren, glaube ich, auch alle schon in den USA. Du nicht? Okay. Also als ich in die USA reingereist bin, da hat der Immigration Officer tatsächlich gefragt, warum ich denn da bin. Und dann habe ich gesagt, naja, eine Recherchereise. Und dann sonst sind die ja oft auch sehr grimmig, das war er gar nicht. Und hat mich dann gefragt, ob das dann Fiction oder Non-Fiction ist. Und dann habe ich gesagt, es geht um die Liebe. Also es ist offensichtlich Fiction, weil das fand er so lustig. Der hat sich so scheckig gedacht, dass ich dachte, er kippt gleich vom Stuhl. Und dann durfte ich durch, ich musste gar nichts machen. Also, ja, okay. Vielleicht war ich einfach nicht lustig genug bei der Einreise. Wer weiß. Ich habe jetzt auch noch eine Nicht-Bücher-Frage zum Abschluss. Und zwar, wer würde am ehesten einen Kaktus von uns vertrocknen lassen? Ich sage, alle auf jeden Fall. Also nachdem ich von euch gehört habe, würde ich das auch vermuten, ja. Ja, aber wir schreiben, tauchen wir halt alle ziemlich ab und ich meine, so Kakteen, die sterben ja auch so leise. Also es schreit ja keiner. Also bei mir ist es halt immer so, wenn ich schreibe, dann bin ich echt weg. Und wenn Kinder Hunger bekommen oder die Katze Hunger bekommen, die schreien alle, die sind laut. Die werden laut. Aber Pflanzen sterben ja völlig leise und unspektakulär einfach. Jetzt kann ich mich noch schlechter. Aber ja, es ist leider so. Ja, wobei ich sehe gerade im Hintergrund stehen bei mir ein paar Pflanzen, die sind auch schon drei Jahre alt. Die spüre ich gerade auf. Die habe ich aber auch schon länger nicht mehr gegossen. Also ich weiß auch nicht, wann ich das... Also tatsächlich überlebt bei mir sowas überhaupt nicht. Ich habe sehr viel so shabby, schick Deko-Kram, aber Pflanzen findet man bei mir nicht. Und ab und zu versuche ich es mal mit einem Lavendel, weil ich denke, der braucht nicht viel Wasser. Aber... Ja. Und meine Schwester hat einen sehr grünen Daumen und die sagt immer, wenn ich dann einkaufe, wenn ich mit ihr unterwegs bin und ich dann mal wieder ein Lavendel-Projekt starte, dann sagt sie immer, tu's nicht. Warum willst du ihnen dann, das ist ein Todesurteil, lass ihn im Supermarkt. Ja, so ist es. Also ich habe keinen grünen Daumen. Ich würde ihn auf jeden Fall vertrocknen lassen. Ja. Oh ja. Ja. Genau, und jetzt kommen wir am besten zum Q&A, bevor wir noch mehr über tote Pflanzen oder Verhaftungen reden. Genau, ihr konntet uns als Community vorweg Fragen schicken und das habt ihr auch gemacht und wir möchten die jetzt auch gerne beantworten. Ja, soll ich mal loslegen? Und zwar war die erste Frage, die ich notiert habe, wie viel Spice es in dem Buch gibt. Ja, das ist ja immer so die Frage aller Fragen. Und ich sage dazu mal Folgendes. Es sind ja drei Love Stories. Sie haben schon gesagt, die sind zwar miteinander verknüpft, aber es sind drei Love Stories. Und eine davon hat Leonie geschrieben. Also das würde ich schon sagen. Es ist mehr als genug Spice drin, ja. Ja, würde ich auch sagen. Also jeder kommt einmal zum Zug und... die Leser haben ja eigentlich dreimal Spice mit drin. Also was ich aber schon sagen würde, ist, dass der Spice halt ganz unterschiedlich ist. Und das macht, glaube ich, auch den, das macht es halt charmant, finde ich. Weil, also natürlich muss das auch so sein, weil es ja drei unterschiedliche Paare sind, finde ich. Sonst wäre es auch langweilig. Aber es zeigt einfach auch, wie die Bandbreite unserer Schreibe ist. Also es geht ja wirklich von sehr soft über poetisch zu sehr explizit. Das finde ich total spannend, ja. Absolut. Finde ich auch. Ich habe jetzt auch tatsächlich so oft gehört, dass es ganz schwer ist, zu raten, wer von uns welche Perspektive tatsächlich geschrieben hat.
Und ich habe aber das Gefühl, dass spätestens bei den Spy-Szenen das eigentlich schon irgendwie klar absolut. Wir sind ja so unterschiedlich rangegangen, ja. Ja, genau. Aber eine weitere Frage, die ich persönlich echt schwierig finde, immer war, was unser schönster Schreibmoment bei Kisses in the Snow war. Und ich finde das deshalb so schwierig, weil mir das Projekt insgesamt so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und wenn das jetzt ein bisschen cheesy ist, das ganze Projekt mit euch beiden zusammen irgendwie schon so ein Highlight für mich war. Aber wenn ich mich da jetzt irgendwie festlegen soll, würde ich tatsächlich den Anfang, relativ am Anfang wählen, also Anfang des Schreibens, als wir da unsere Leseprobe fertig hatten und unsere ersten drei Kapitel so hintereinander lagen und ich das halt mal gelesen habe. Und ich dachte, okay, bis hierhin hat es einfach nur Spaß gemacht. Aber jetzt sehe ich, das wird auch echt gut. Ja, so als mein Highlight hervorheben. Ja, würde ich mich da nämlich direkt anschließen, weil mein Punkt dazu wäre nämlich, dass ich den schönsten Moment eigentlich fand, genau diesen Moment, als ich das Gefühl hatte, das greift alles ineinander. Also sowohl die Geschichte als auch unsere Schreibe. Also das habe ich generell, wenn ich schreibe, ganz oft, dass in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, es fällt so alles an seinen Platz, dass das so ein Magic Moment ist. Und das war tatsächlich hier nochmal besonderer, weil eben nicht nur meine Puzzleteile an den Platz fallen mussten, sondern auch eure. Ja. Dass das funktioniert hat, ohne Zwischenfälle, das war irgendwie total cool. Ja, absolut. Ja, für mich war es das Ende tatsächlich. Einmal das Ende. Das, als wir es dann fertig hatten und wir dann im Lektorat das einmal nochmal durchlesen mussten vorher oder beziehungsweise unser finales Gespräch vor dem Lektorat hatten und ich da das Gefühl hatte, und wir, das funktioniert einfach, das ist ein geiles Buch geworden. Und wir hatten alle unsere Kommentare, sind Wort für Wort, also Kommentar von Kommentar durchgegangen. Und ich fand das ich fand das richtig schön, weil ich dachte, einerseits war ich traurig, weil es vorbei war mit dem Schreiben. Ja. Andererseits war es einfach so cool, weil ich dachte, es ist jetzt schon gut geworden. Und es kommt nur noch das Lektorat und dann dürfen die Leser das endlich haben. Also es, ich fand das Ende am besten tatsächlich. Okay. Ja. Genau. Und eine Frage wäre hier auch noch, was ist deine Schwäche, die andere bei dir immer wieder korrigieren mussten? Ja, Tonja. Ja, ich meine, über meine haben wir ja schon gesprochen. Ich schreibe zu viel, ich schreibe zu detailliert und es fällt mir schwer zu entscheiden, was ich am Ende behalten möchte. Ich meine, ich habe ja ich kenne das ja schon jetzt lange, ich schreibe schon lange mit dieser Schwäche und ich habe meine Strategien, um rauszukürzen, aber ja, tatsächlich kommt es ja immer mal wieder vor, dass ich euch Szenen von mir schicke und sage, was genau soll ich hier rausnehmen? Und auch einiges im Lektorat immer noch mal gekürzt wird. Also das will ich auch so haben, das muss auch so sein. Aber ja, das ist meine Schwäche. Was ist deine, Valentina? Ich habe ja im ersten Moment, als ich die Frage gesehen habe, gedacht, ich weiß gar nicht, ob die anderen was bei mir korrigieren mussten. Und dann ist es mir eingefallen, die Wortwiederholung. Ich will es ja nicht sagen, Wortwiederholung. Oh. Ja, jetzt. Du sagst? Ja, wo ich sage, Leonie hat das immer so viel angestrichen. Ich auch sehr dankbar für tatsächlich. Nein, ist super, weil ich sehe das nicht. Also weiß nicht, warum das nicht und kriege dann immer von meinen Lektoren, Valentina, Wortwiederholung. Ja. Ja. Ja, Leonie, bei dir? Ja, ich glaube, ihr wisst es ja. Ich würde es ja. Ja. Ich habe tatsächlich eine Fragezeichenschwäche. Es gibt so ich persönlich glaube, dass es auf meiner Tastatur einfach kein Fragezeichen gibt. Ja, da brauche ich auch Wort. Ja, genau. Ich habe tatsächlich, also ich schreibe einfach keine Fragezeichen mit. Ich weiß nicht. Dann haben wir so einige geschenkt. Ja, selbst wenn ich dran denke, glaube dran zu denken, fehlen sie trotzdem. Ich weiß nicht. Also irgendwie so ein Fragezeichen und ich werden keine Best Buddies mehr. Ja. Auch so dein Du, ne? Ja. Nein, genau. überhaupt nicht, ne? Ich habe noch eine Frage von der Community aufgeschrieben, die ich sehr cool finde, weil sie jetzt mal nicht ums Buch sich handelt, sondern um uns als Personen. Und zwar, welche drei Wörter beschreiben dich? Tonja, ich bin gespannt. Welche drei Wörter mich beschreiben? Ja, du darfst eins nennen und jeder darf eins. Ja, okay. Ich
Wenn ich sowas gefragt werde, muss ich immer sehr, sehr lange überlegen. Und okay, ich habe dann irgendwann entschieden. Nein. Ich habe früher schon manchmal überlegen müssen. Ich finde diese Frage extrem schwer und ich habe dann immer extrem lange überlegt und irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich überlegt bin. Ich bin ein sehr überlegter Mensch. Sehr überlegter Mensch. Ich bin Kopfmensch, ich zerdenke alles, deswegen werde ich wahrscheinlich immer so nervös, weil ich mir so viele Gedanken zu allem mache. Und es heißt nicht, dass ich nicht auch manchmal impulsiv bin, aber es heißt schon, dass ich in der Regel bei dem, was ich mache oder sage oder wie auch immer, schon eher lange drüber nachgedacht habe vorher. Also mir würden bei dir tatsächlich die Worte herzlich und zugewandt einfallen. Ja. War aber nett. Für tolle Worte. Und ich würde kurz. Ja, wir machen es einfach ganz kurz. Die Leser, die werden schon wissen, was wir meinen. Ich würde sagen, Tonja ist sehr edelmütig. Ich finde, das ist so ein Wort, das passt einfach zu ihr. Edelmütig. Das Wort habe ich ewig nicht gehört. Das ist ja ein süßes Wort. Das ist wie der Wissen, bitte nicht. Die ritterliche Tonja. Ich finde, das ist Tonja. Ich würde das ich jetzt lassen. Immer nennen. Ja, machen wir es. Genau. Und dann, ich würde sagen, ich mache mal direkt bei mir weiter. Mhm. Weil ich glaube, ich bin ein sehr direkter Mensch. Das wurde mir auch schon von anderen gesagt. Ja, das ist auch was wir, glaube ich, sehr an dir schätzen. Weil Margaret weiß, was du denkst und das direkt auch sagst, ohne dass da lange irgendwas schwelt oder so. Das finde ich sehr cool. Was ich auf jeden Fall sagen würde, und da ziehe ich meinen Hut für, ist, dass du multitaskingfähig bist. Gleichzeitig machst. Und ich denke, wie viel Arme hat sie denn? So. Ja, genau. Und ich finde, also mein Wort für dich, glaube ich, wäre klar. Also ich glaube, dass du ein sehr pragmatischer Mensch bist. Und ich finde, du bist sehr klar in dem, was du sagst. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Leonie erzählt ein Mishap aus ihrem Leben. Und, weiß ich nicht, erzählt das 5 Minuten. Ich antworte dann 5 Minuten lang darauf, was ich alles so dazu denke und was ich dazu fühle und wie ich jetzt hoffe, wie es ihr geht. Und dann schreibt Valentina einen Satz darunter und ich denke, ja, genau, was ich sagen wollte. Ja, und der Satz trifft es dann halt auch einfach, ne? Das ist jetzt, schade, ja. Es ist ja nicht so, dass sie diesen Satz schreibt, weil sie keinen Bock hat, länger zu antworten, sondern was alles beinhaltet. Genau. Das ist sehr unheimlich toll. Ja. Ich glaube, das ist eine Superpower. Ja, das glaube ich auch. Total. Denn wir müssen zu Leonie gehen, sonst werde ich noch ganz rot hier. Okay, bitte. da kann ich ja vielleicht gleich weitermachen. Leonie, ich finde, du bist ein bisschen zu meiner Pep-Talk-Queen geworden. Wenn es darum geht, weiß ich nicht, ich muss mich irgendwo durchsetzen, ich muss irgendwie ein Problem mit jemandem lösen, das ich habe, weil ich finde dich sehr lebensnah. Also du schätzt irgendwie viele Situationen sehr realistisch ein, gibst unglaublich gute Ratschläge. Und ich glaube, dass du dich selber viel zu selten an deine eigenen Ratschläge hältst. Ja. Aber ich finde die unglaublich toll, deswegen bist du meine Pep-Talk-Queen geworden. Hm. Ja. Ja, und ich finde dich unglaublich stark und kämpferisch. Das habe ich das erste Mal, als wir uns unterhalten haben, da beim Skype-Telefonat, habe ich das schon gedacht, wo du mir so Geschichten aus deinem Leben erzählt hast. Und ich dachte, boah, das ist eine richtig, richtig starke Frau. Also ganz, ganz stark. Wie würdest du dich selber beschreiben? Ja, ist immer schwierig, aber ich glaube so, was wirklich eine Stärke von mir ist und was mich auch ein bisschen ausmacht, ist, dass ich sehr outgoing bin. Also ich gehe super offen auf Menschen zu und mag Menschen mit einbeziehen. Voll. Ich habe noch nie so Gruppenbildung und man schließt irgendwen aus, verstanden. Das kann man eigentlich nicht. Also das Konzept erschließt sich mir nicht. Und ich mag einfach auch Menschen kennenlernen und mehr über die erfahren und ja, ich glaube, das fühlt sich total an. Ja, ich glaube, deswegen hatten wir auch tatsächlich so einen Kickstart, weil du das so gut kannst und ich bin in Gruppen sehr schlecht und ich habe mich von dir sehr abgeholt gefühlt und ja. Ja, absolut. Also, dass du schlecht bist, aber ich fand... Ich glaube, wir matchen einfach sehr gut. Aber Mädels, ich sehe gerade, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit. Ja, wir müssen ein bisschen... Ich würde sagen, tatsächlich, wir suchen jede nochmal so 2 Lieblingsfragen von denen aus, die wir hier rausgesucht haben. Genau, ich glaube, wer ist dran? Tonja? Leonie? Was hatten wir? Tonja. Tonja, du kannst ja eine von deinen Fragen aussuchen. Sind das
Also eine Frage, die ich zum Beispiel, achso, ich muss mir eine von meinen, die ich noch jetzt irgendwie vorbereitet hatte, aussuchen. Dann würde ich, glaube ich, nehmen, was für uns nochmal das Besondere an Kisses in the Snow ist, um das vielleicht nochmal so ein bisschen aufs Buch zurückzubringen. Mhm. Weil ich habe die Frage gelesen und dachte, ja, das Besondere daran ist, dass wir drei Autorinnen das geschrieben haben und dass es drei Perspektiven gibt. Das ist natürlich das Offensichtliche erstmal, aber ich glaube, was da auch dahinter steckt, ist ein ganz cooles Phänomen, das ich irgendwann als wir das geschrieben haben, hatte, nämlich, dass ich gemerkt habe, wenn eine von euch was über meine Figur geschrieben hat oder eine Vermutung über meine Figur angestellt hat, dachte ich manchmal, nee, das denkt die doch nicht in der Situation, das denkt die nicht, das fühlt sie gar nicht. Dann habe ich aber gedacht, Moment, das muss ich gar nicht korrigieren, weil eigentlich ist das ja was, was uns im täglichen Leben ständig passiert, dass wir uns verhalten, dass wir auf eine Art und Weise uns irgendwie geben in der Öffentlichkeit und dass Leute Vermutungen über uns anstellen, dass sie auf uns reagieren, aber ja auch letztlich keine wirkliche Sicht und Klarheit darüber haben, was wir in dem Moment tatsächlich gerade fühlen und denken. Und das, finde ich, ist so eine spannende Sache, wenn man das Buch halt liest, dass solche Aspekte da einfach drin sind, die man sonst, glaube ich, wenn man als einzelne Autorin ein Buch schreibt, klar, sowas kann man absichtlich mal einbauen, aber das ist ja eher die Ausnahme. Und hier passieren solche Sachen einfach und das fand ich unheimlich spannend, als ich das irgendwie am Schreiben realisiert habe. Ja, absolut. Also für mich war es tatsächlich, das Besondere ist, dass wir so viele unterschiedliche Tropes reinnehmen konnten, weil es ja drei Geschichten sind, und es nicht unglaubwürdig dadurch also gewirkt hat. Wir konnten uns auf unsere Geschichte konzentrieren und haben trotzdem ganz viele unterschiedliche Dinge drin. Und für mich ganz persönlich, das Besondere an diesem Buch ist, dass es ein Weihnachtsbuch. Ich wollte schon immer ein Weihnachtsbuch. Ja, es ist ein Weihnachtsbuch. Ich liebe es einfach. Also genau. Ich glaube, für mich ist das Besondere an dem Weihnachtsbuch erstens, dass ich die Möglichkeit hatte, ein Weihnachtsbuch zu schreiben und trotzdem der Grinch zu sein. Ja, also, ja, absolut. Das wäre normalerweise nicht möglich. Also wenn ich das Buch alleine geschrieben hätte, hätte ich mich da ja nicht ausgrinchen können. Dann wäre es kein Weihnachtsbuch geworden. So durfte ich tatsächlich mich ein bisschen ausleben. Jetzt hätte ich fast einen Tom Holland-Moment gehabt. Also ich wollte gerade schon sagen, vielleicht bist du da so ein bisschen schon. Ich habe mich hier zusammengerissen. Genau, das fand ich sehr besonders und tatsächlich auch das Setting. Ich bin ja USA-Fan. Ja. Ich bin Montana-Fan. You never really laughed until you were in Montana. Das Ding ist, es ist so, das gibt einen Slogan. finde ich, dass das halt super cozy und weihnachtlich und total schön ist. Und ich mochte es trotz Weihnachten, weil ich einfach eben Montana und die USA toll finde und tatsächlich auch an dem Ort schon war. Also ich war dort. Und du kannst dich jetzt auch nicht mehr wehren. Dieses Jahr, weil Lentner und ich dich noch auf einen Weihnachtsmarkt schleifen. Boah, definitiv. Ja, freue mich so sehr. Wenn die richtigen Leuten auf dem Weihnachtsmarkt ist, dann passt es auch. Ja. Ich hätte noch eine Frage, die ich ganz spannend finde, die jetzt wieder einen Tick von dem Buch wegführt, aber auch nicht ganz. Welche Kritik magst du persönlich überhaupt nicht an deinen Büchern, Valentina? Ich weiß, ich hatte mal, ganz am Anfang habe ich mir alle Rezensionen durchgelesen damals, in meiner Anfangszeit, als ich Royal rausgebracht habe. Das ist schon ewig her, also wahnsinnig lange her. Gefühlt fast ein Jahrzehnt. Vor einem Jahrzehnt habe ich es eingereicht damals. Und da habe ich mir die Rezension durchgelesen und es war ein Buch, da gab es sehr viele schlechte Rezensionen auch dazu, weil es halt, ist halt ein Jugendroman gewesen. Da stand dann sowas wie Schrott. Ich weiß gar nicht mehr, was da dazu stand, nur Schrott. Und ich weiß, das hat mich damals sehr getroffen. Also es war auch keine konstruktive Kritik. Ich konnte daran nicht weiterarbeiten. Und ich habe damals so gedacht, wieso schreiben Leute Sachen? Wieso sind die so gemein? Und da musste ich auch erstmal lernen, tatsächlich einen Schritt zurückzugehen und zu sehen, die Leute meinen nicht mich persönlich. Es ist das Buch. Es ist das, was ich halt, klar, ich habe es geschrieben, aber mich guckt ja auch keiner an und sagt, du bist Schrott. Also das macht ja auch keiner. Und da musste ich auch erstmal lernen, mit umzugehen tatsächlich. Tonja, wie ist es bei dir? Für mich ist tatsächlich auch ein schwieriges Thema. Also ich muss sagen, wenn ich
Rezensionen, ja, zum Beispiel in Rezensionen auf Social Media verlinkt werde, sind das ja in der Regel positive. Und dann freuen die mich unfassbar. Und ich bin da richtig gerührt von, wie viel Zeit und Arbeit ja Leute sich machen, um das Buch schön darzustellen. Und ja, so sehr ich mich aber auch über solche Sachen freue, umso doll zieht mich das ehrlich gesagt auch runter, wenn ich wirklich schlechte Kritiken lese. Mit manchen komme ich gut klar, wenn es nicht den Geschmack getroffen hat und so weiter. Konstruktive Kritik, damit kann ich auch durchaus arbeiten. Aber was mich wirklich trifft, ich habe mal irgendwie eine Rezension bekommen, da stand drin, es sei lieblos. Lieblose Charaktere. Und das ist halt sowas, das ist ja eine Aussage gar nicht über den Text, sondern darüber, wie ich das geschrieben habe. Und ganz im Ernst, ich glaube, wenn sich jemand hinsetzt und einen Text schreibt, erstmal überhaupt durchplottet, was eine unglaubliche Arbeit ist, und dann 400 bis 500 Seiten schreibt, das noch überarbeitet und so weiter und so fort, da gehen so viele Stunden Arbeit rein, die ja auch gar nicht so gut bezahlt werden. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendjemand macht, der da nicht wirklich Herz und Seele reinsteckt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand lieblos tatsächlich ein Buch schreiben kann. Ja, sehe ich auch. Tatsächlich kann ich mich da anschließen. Also ich krieg schon ab und zu die Kritik, dass es nett für zwischendurch ist. Oh, Gott. Das ist so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ich glaube, dass es häufig gar nicht negativ gemeint ist. Also es hat dann auch meistens gar nicht wenig Sterne oder so. Ich glaube, das ist wirklich, dass die Leute das nicht böse meinen. Aber für mich hat das so diesen Beigeschmack von, das habe ich nebenbei geschrieben, während ich gekocht habe, meine Kinder umsorgt habe und habe halt einfach kein Herzblut reingesteckt. Das finde ich ganz schlimm. Und ansonsten, konstruktive Kritik ist immer gut. Was ich auch persönlich nicht schön finde, ist das Taggen in negativen Rezensionen, weil wir Autoren müssen uns mit Kritik auseinandersetzen und das ist auch völlig in Ordnung und ich lasse jedem seine Meinung, aber ich würde mir gern aussuchen, an welchem Tag mich eine negative Rezension trifft. Ja, das ist ein total dass ich auch Tag gleich gut wegstecken kann und das ist was, wo ich schlecht mit umgehen kann, wo ich mich manchmal dann ein bisschen ärgere, weil ich denke, ja, du hast einen Punkt in deiner Rezension und daran lerne ich auch gerne, aber bitte an einem anderen Tag. Und hättest du mich nicht gecheckt, hätte ich es mir einfach irgendwann angeguckt. Ja. Also ich lese tatsächlich auch negative Rezensionen. Ja, nicht mehr tatsächlich auch. Ja. Genau, und jetzt, um aber positiver abzuschließen, wir haben noch so viele Fragen von euch, Leute. Die können wir jetzt aber alle nicht mehr beantworten. Wir haben nur noch 3 Minuten. Oh mein Gott, es ging so schnell jetzt. Also wir sind uns, denke ich mal, alle einig, dass wir alle uns vorstellen könnten, dass wir noch mal so ein Projekt gemeinsam haben. Genau. Alle Kisses in the Snow kaufen, weil dann dürfen wir bestimmt mal. Ja, genau. Deswegen bitte alle Kisses in the Snow kaufen. Darum geht es ja auch heute hier. Und auf was können wir uns denn als nächstes bei euch freuen? Einmal kurz und knapp. Tonja. Bei mir wird es nächstes Jahr 2 Bücher bei DTV wiedergeben, eine Trilogie, zusammenhängend diesmal, auf Hawaii spielt die und es richtet sich an eine New Adult Zielgruppe wieder, entspricht aber jetzt nicht in allen Punkten dem New Adult Genre, also man kann sagen, es ist ein Buch im gehobenen Jugendbereich. Toll, das klingt richtig cool. Eine Fantasy-Dystopie erscheint Ende des Jahres bei One Stolen Crown, genau. Und Leonie? Habe ich vorbestellt. tatsächlich wieder eine Romance Suspense New Adult Dilogie im Juli und Oktober und ein Einzelband bei Penguin Random House, über den ich noch nicht viel verraten darf, aber es wird epic. Genau. ja. Und ich hoffe eigentlich, dass wir noch einen Weihnachtsroman schreiben. Das war sehr schön heute. Die Stunde ist leider schon fast rum. Also wie jedes Projekt zu Ende geht, wie jedem Kissen und das Law zu Ende gegangen ist für uns, geht halt auch so ein Podcast leider irgendwann zu Ende. Und ja, es war schön, wie immer mit euch, Mädels, über Bücher und das Schreiben und über uns zu reden, wie wir das immer so machen. Ich hoffe, dass das Zuhören tatsächlich genauso viel Spaß gemacht hat, wie das Quatschen Spaß gemacht hat und ich hoffe, dass das Lesen von Kittens in the Snow genauso viel Spaß machen wird, wie das Schreiben Spaß gemacht hat und ich glaube,
ja, damit können wir uns jetzt eigentlich nur noch verabschieden, oder? Viele Grüße für uns. Schöne Vorweihnachtszeit kann man jetzt schon fast sagen. Ja, absolut. Und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, uns gibt es noch bei Instagram und TikTok und online überall zu sehen. Genau, macht das kurz weg, folgt uns und wir sagen tschüss. Tschüss.